Ach Gott, ich dachte, das erleben wir nicht mehr. Ich dachte, ich muss abbrechen und kotzen. Stattdessen haben wir es geschafft und ich muss trotzdem kotzen. Weil was haben wir denn bitte geschafft? Nichts Gutes. Das Spiel gibt mir nicht das Gefühl, als würden wir jetzt glücklich und zufrieden mit unserer Freundin heimreiten und alles wäre gut. Auris Jürgen, du!
Entschuldigung, Kater. Terrorkater. Moment mal, bin ich jetzt er? Ich bin er. Aber die Frage ist, will ich als er überhaupt gegen die kämpfen? Oder will ich zu ihr? Ist noch genug von mir, von dem Jungen in ihm? Scheinbar nicht. Dann muss ich jetzt wohl kämpfen, glaube ich. Dann dreh dich um. Okay. Wie verrückt ist das eigentlich, oder? Irgendwie kann ich mich kaum bewegen mit dem Ding. Jetzt weiß ich, wie frustrierend das ist, wenn man so ein Koloss ist.
Gott, ich habe schon wieder die Kontrolle. Ich kann mich aber nicht festhalten und nichts dagegen tun. Aber ich höre mich schon wieder wie der Junge an. Na gut, weißt du was? Dann los. Der hinterste Reiter will ich jetzt aber nicht sein. Oder ist der dafür verantwortlich, dass die explodieren? Wenn das so wichtig ist, hätten sie das vielleicht schon vorher machen sollen, dass niemand in das verbotene Land geht. Oh nein, und jetzt wacht sie wahrscheinlich auf. Wenn sie jetzt wirklich aufwacht, wenn der mich nicht belogen hat, und sie jetzt wirklich aufwacht, und alle sind tot, und sie ist ganz allein in dieser verbotenen Welt, abgeschnitten vom Rest, das wäre ein echt tragisches Ende. Da wäre es weniger tragisch, wenn sie nicht aufwacht. Sie hat ihre Lippen bewegt, sie wacht auf. Und unser Held ist tot. Held ist gut. Ein Vollidiot ist er. Die Sünden der Jugend halt. Aber diese dunkle Gottheit da hat ihn nicht belogen. Ist es Agro? Nein, Agro hat wirklich überlebt, aber mit einem gebrochenen Bein. Ich habe doch gesagt, dass das Pferd überlebt. Es ist nur ins Wasser gefallen. Oh Gott, aber mit einem gebrochenen Bein. Und es hat sich jetzt den ganzen Weg hierher geschleppt. Thank you.
Oh Gott. Und das ist das Ende. Das ist ja schrecklich. Das ist so... Oh Gott. Tja, das war Shadow of the Colossus. Ein verdammt gutes und wunderschönes Spiel, das ich dringendst jedem ans Herz legen möchte, das nicht eh schon gekauft und gespielt hat. Von vorne bis hinten genial. Und tragisch und wunderschön. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich verabschiede mich jetzt von euch und lasse euch mit den letzten Bildern der tragisch gefallenen Kolosse noch alleine. Trauert auch noch ein bisschen allein für euch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich bin noch da. Das ist weird. Agro findet es auch weird. Ein Baby. Ist das unser Held?
Oder ist das neu? Es hat Hörner. Könnte eine Verbindung zwischen dem Spiel und dem Vorgängerspiel, den inoffiziellen Vorgänger, haben nicht wirklich was miteinander zu tun, aber die Hörner, die haben miteinander zu tun. Vielleicht hängt das zusammen. Aber wo gehen sie jetzt hin, Agro? Wo führst du sie hin? Was weiß denn Agro, was wir nicht wissen? Was machen die jetzt? Ich warte immer noch drauf, dass irgendwas Hoffnungsvolles passiert. Ich meine, das ist jetzt schon ein bisschen hoffnungsvoll, aber ich bin mir nicht sicher. Wir sind immer noch im verbotenen Land eingesperrt und das Pferd ist schwer verletzt. Wer weiß, ob das überleben wird. Sie ist ganz alleine und mit einem Baby. Kann man hier überhaupt leben? Es gibt Leben hier. Theoretisch können die sich ernähren. Von Fischen und Vögeln. Was sonst? Er geht hoch, um Gras zu essen, oder? Und hier ist ein Reh. Da ist ein Reh. Das Reh ist ein richtiges Säugetier. So eins haben wir bis jetzt noch nie gesehen. Das Reh wirkt aber auch nicht gerade so, als hätte es schon viele andere Menschen oder so gesehen. Oder gerade schon. Ich weiß nicht, es bewegt sich echt komisch. Und ist sehr zutraulich. Oh, guck mal, ein Eichhörnchen. Agro kriegt einen Freund. Ein Rehlein. Das Leben kommt. Okay, ist das Baby so eine Art Auserwählter? Ist es der König der Löwen? Guck mal, wie alle kommen. Vielleicht ist diese dunkle Gottheit gar nicht so dunkel. Vielleicht ist es irgendein Naturgeist, irgendein Wichtiger. Vielleicht war das Land nicht umsonst so tot. Vielleicht war das Land tot wegen seiner Abwesenheit. Und jetzt, weil er neu geboren ist, kann das Leben hier überhaupt wieder sprießen. Wer ist hier gut und böse? Und was haben wir eigentlich wirklich getan? Ist es ein hoffnungsvolles Ende? Die Musik sagt ja. Vielleicht war es gar nicht so schlimm, was wir getan haben. Vielleicht haben wir was befreit, das verbannt war. Und die Kolosse waren die Wächter. Und das Etwas wurde von den Menschen aus irgendeinem Grund als gefährlich oder verstoßenswert angesehen. Aber vielleicht ist es das gar nicht. Und jetzt ist es Nacht. Das ist alles an einem Tag passiert. Macht auch Sinn von der Spieldauer her. Tja, Ende. Kein Fragezeichen dahinter. Ende. Träger des Fluches. Naja. Ich drücke X. Zeitangriff-Modus starten. Neues Spiel Plus und Spiegelwelt. Was bringt denn, was ist denn in dem Spiel ein neues Spiel Plus, bitte? Spiegelwelt ist dann die einfach nur gespiegelt?
Jetzt beginnt die Opening Cutscene wieder. Ich erlebe das auch alles zum ersten Mal. Ich bin genauso überfragt wie ihr. Normal? 5,5 Stunden, kann das stimmen? Alle Kolosse besiegt. Neues Spiel plus. Ich kann auf Fortfahren gehen, obwohl alle Kolosse besiegt sind. Wisst ihr was? Das mache ich jetzt noch kurz. Nur für den Fall, dass da noch irgendwas Geheimes passiert. Nein, dann geht's wieder von vorn los. Okay, warte mal. Das machen wir jetzt aber nicht. Jetzt sage ich endgültig ciao, danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.